fehlt doch noch eine. Arsch! Komm jetzt da auch hoch. Der Peter. Ich könnte eigentlich in der Zeit Holz farmen gehen, wo du baust. Für den Holz farmen? Für den Boden da drumherum? Oder hattest du das, wolltest du das aus was anderem machen? Ich wusste nicht, ob wir nicht genug Holz haben, aber das kann natürlich sein, dass wir dafür mehr brauchen, ja. Ja, haben oder nicht haben. Ich glaube, wir werden noch eine Menge Holz brauchen für Ställe und so. Da hast du recht. Ja, wie sieht denn mein Minderbestand aus? Muss ich nochmal nachzüchten? Jetzt brauchen wir erstmal Pistons. Oh, hier rechts muss ich mal nachzüchten. Das wird eh noch schlimm genug. Bräuchten dafür Sticky Pistons? Nee, ne? Nee. Auch hier oben sitzt du. Zum Glück schon mal nicht. Nee, Sticky Pistons brauchen wir dafür nicht, ne? War mir übrigens eine Freude, euch zu helfen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Hardy. Sehr gerne. Ich hätte euch eigentlich auch direkt auf dem Wege töten können, um euch ruhig zu halten. Ich möchte ungern mein Haus wieder aufbauen müssen. Ach. Du solltest übrigens vorsichtig sein, wenn du mal wieder in das Schluchthaus reingehst. Könnte sein, dass dir ein bisschen was um die Ohren fliegt. Mhm. Und Peter sollte auch vorsichtig sein, wenn er seinen Garten betritt. Okay. Hat ganz schön richtig schlecht getrollt, wenn du das verrätst. Das ist ganz schön kleine Eier. Das wird doch nicht verraten, Adi. Ach, das ist echt Jay. Schwach. Ich hab schon meine Pläne. Wenn es schon richtig trollst, dann auch vernünftig. Ey, nicht du brauchst mir nichts von Trollen zu erzählen. Wem erzählst du das? Dem Trollmaster doch nicht. Trollmaster hat ganz schön abgespeckt in dieser Season. Ja, nur weil ich nicht so asozial wie du bin. Ja. Creepy! Aua! Juhu! Ich verbrauche mein Trollpotenzial viel zu sehr bei den Adventure Maps. Also doch eine Ausrede. Nö. Nur Tatsache. Ja, doch nicht sehr gut. Na mal geil, Peter. 64 Weed haben wir schon. Ey, cool, da liegen zwei Diamanten. Peter ist gerade eingeschlafen. Nee, ich bin gerade hammermäßig mich am konzentrieren. Ich muss zählen und so. 1, 5, 7, 9, 6, 3, 4. Nee, ich hab schon jetzt zu Ende gezählt. Zählen ja hier, dass ich tatsächlich die 7 einhalte und keinen Quatsch mache. Wo sind denn jetzt die Barrieren oder haben wir die noch nicht gebaut? Welche? Die haben wir noch nicht, ne? Welche? Diese hier. Die Wasserbarrieren. Ne, Wasserbarrieren sind noch nicht gebaut, ne, weil die sind. Willst du das in dem. Willst du das denn in diesen Holzplanken haben oder willst du das in was anderes haben? Ja, das ist eine gute Frage, wa? Ich hätte das gerne aus klar geschlagenem Holz. Aber ich habe das dumme Gefühl, dass das ein bisschen stressig wird. Cool aussehen wird's. Hä?
Meinst du? Wie sehen denn die Pflastersteine aus? Ziemlich geil, muss ich sagen. Wie kann man die als Boden nehmen? Also, was heißt ziemlich geil, aber sie sehen einfach viel cooler aus, wenn man damit ein Haus baut, in Kombination mit Holz und so. Sieht echt fett aus. Achso, und Wege? Auch! Wie baut man die? Du musst gebrannten Stein nehmen. Gebrannten haben wir nicht. Und den dann halt zu so Vierer-Paketen dann in den. Der Peter fällt leider aus, wir haben keinen gebrannten Stein. Noch nicht. Ich hab grad eh nicht so viel zu tun, ich bringe euch mal welche, dann könnt ihr euch drin mal angucken. Wenn ihr wollt. Vorausgesetzt, sonst kann ich mir den Weg nicht sparen. Immer doch. Machst du es auch gerade? Nee, das hat niemand gesagt. Achso. Er sagte immer doch. Achso. Na dann. Na Christian, wenn du noch Federn brauchst, du darfst dich nach wie vor gerne bedienen, wenn du willst. Ich habe mittlerweile wieder 30 Stück. Ich habe keine Kohle hier. Boah, Katzen, geht doch mal von meiner Truhe weg, ihr hässlichen Drecksviecher. Dann muss ich sowieso in meine Base fahren. Na dann. Los, brenn schneller. Kohle haben wir schon. Ach so, Jay macht das schon, dann bräuchte ich ja nicht. Dome Bricks sind da dann. Ach so, ich weiß nicht, wie die da auf Englisch heißen. So, Peter, komm her. Das ist jetzt, wie das Ehepaar in der Wohnung das hat, wenn sie dann die Gardinen aussuchen müssen. Du kannst übrigens aus den gebrannten Steinen auch Stufen und all so einen Scheiß machen. Auch Platten und so ein Zeugs. Also ganz normal weiterverarbeiten. Wie wär's denn, wenn man dieses Steinding hier an den Rand setzt als Barriere und so einen Holzsteg in der Mitte macht? Das klingt gut. Besser, ja, das klingt gut. Ja? Ja. Ach, ich glaube, ich tausche jetzt auch mal den ganzen Cobblestone gegen diese Dinger aus, ey. Sieht doch besser aus. Das ist ein ganz schön großer Weizenfarmer. Ist doch geil. Dafür haben wir doch den ganzen Scheiß geebnet. Ja, das stimmt. Und wir bauen daneben noch so ein Ding. Wir haben genug Platz. Ja, genau, noch so ein Ding. Wir wollen doch noch andere Sachen umsetzen, ne? Ja, ich möchte jetzt so ein Feld haben, nur aus Weizen. Alles froh. Wasser willst du aber noch. Willst du das Wasser denn noch nehmen? Nee, ne? Also ins Wasser reinbauen? Ich will mal kurz checken, ob das hier noch alles in Ordnung ist. Das wäre echt geil. Das sieht schon aber gut nice, aus. Aber nice, Peter. Das ist echt gut. Ja, den müssen wir jetzt in der Mitte auch nochmal ausprobieren. Ja, wieso sollte das denn jetzt nicht mehr funktionieren? Das ist natürlich nicht ganz unrecht. Ja, natürlich. Oh no, die Fackel! Sehr gut, Peter. Jawohl, jetzt sind die Fackeln erstmal alle weg. Blub. Und gleich kommt der Creeper, der spawnt oder macht's Peng. Um Gottes Willen. Lass uns mal, das Wasser wollte ich vielleicht auch nochmal irgendwas vielleicht da reinbauen. Keine Ahnung was. Lass uns das dann mal, nicht da drüber bauen.